Ja, ich bin heute nochmal unterwegs zu Hohenlochen. Ich habe nämlich gehört, dass alle vier Anlagen am Netz sein sollen. Ja, und ich habe sogar Glück, alle vier Anlagen drehen sich. Richtig nice. Ist wieder relativ warm heute, aber es geht auch ein schönes, laues Lüftchen. Das macht es etwas angenehmer. Ja, hier hat man eine tolle Aussicht. Hier an meinem Fuße liegt das Hintertal mit den ganzen Höfen. Hier stand ich schon mal letzten Sommer, als sie die Betontürme gebaut haben. Ja, und richtig nice, jetzt alle Anlagen am Netz zu sehen. Ja, hier sieht man jetzt Anlagen 4, 3, 2 von links gesehen. Anlage 4, die liegt am höchsten. Bei der habe ich ja den Bau relativ ausführlich dokumentiert mit mehreren Videos vom Boden aus und auch ein Video aus der Luft mit der Drohne vom kompletten Aufbau. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, hier dann Nummer 3, etwas niedriger. Nummer 2. Und Nummer 1 liegt etwas weiter hier drüben. Auf dem eigentlichen Hohenlochen, nach dem der Windpark benannt ist. Und bei der E138 sieht immer so aus, als ob sie die Rotorblätter ein bisschen aus dem Wind pitcht, weil die so ein bisschen nach hinten gedreht sind. Ja, wie die Anhebung heißt, wo die anderen Anlagen stehen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die hat auch noch irgendeinen Namen, aber wie die heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, richtig geil. Es hat jetzt echt lange gedauert, bis alle Anlagen am Netz waren. Die haben sie jetzt, glaube ich, so nacheinander ans Netz genommen. 1 und 2 habe ich schon mal laufen sehen. 3 und 4 jetzt noch nicht. Aber es sieht richtig cool aus. Ja, freue ich mich jetzt echt, da mal hinzufahren. Genau, dann sehen wir uns oben auf dem Hohenlochen. So, jetzt stehe ich hier bei Anlage 4. Die Anlage, die ich immer so schön beim Aufbau beobachten konnte. Da stand ich hier hinten an der Abbruchkante, direkt hinterm Turm. Das war immer ganz cool. Da konnte man nämlich alles hautnah miterleben. Ja, hier liegen sogar noch ein paar Teile vom Großkran, die sie jetzt noch nicht abgeholt haben. Aber richtig geil, die Anlage zu sehen, wie sie sich jetzt dreht. Richtig nice. Ah, sieht so geil aus. Könnte ich echt den ganzen Tag stehen und beobachten. Ja, die vierte Anlage war jetzt von allen Anlagen am schnellsten am Netz. Es ging relativ flott. Bei den anderen hat es ein bisschen länger gedauert. Habe ich jetzt schon bei mehr EP3-Anlagen gehört, die haben alle so ein leichtes und leises Poltern irgendwie, wenn sie sich drehen. So ein Knacken. Ich weiß nicht, ob man das hört. Klack, klack, klack. Oh, sieht so grazil aus, richtig geil. Und das Wetter ist so perfekt. Sieht so cool aus mit dem blauen Himmel. Ja, da hinten dran ist dann Nummer 3. Auch schon am Netz. Ach, es ist geil. Jetzt habe ich sie so lange beim Aufbau verfolgt. Jetzt ist es richtig cool, sie mal drehen zu sehen. Mega. Ja, dann ziehe ich mal noch weiter und werde auch natürlich mit der Drohne ein paar geile Aufnahmen machen, wenn sich jetzt alle vier Anlagen drehen. Das wird richtig cool. So, ich stehe jetzt hier wieder an einem meiner Lieblingsaussichtspunkte hier im Park. Hier stand ich echt schon oft im Winter, ganz am Anfang beim Aufbau. Ja, und hier hat man einfach einen der besten Ausblicke auf den Park. Und das ist auch echt jetzt ein richtig geiles Bild, wenn sich alle drei Anlagen drehen. Mega. Da habe ich mich echt drauf gefreut, im Winter endlich mal wieder hierher zu radeln, wenn schönes Wetter ist und die Anlagen sind alle am Netz. Ach, absolute Lieblingsanlage. Ich finde die so geil.
So cool, wie schön langsam die sich drehen. Hinten beiden die anderen. Die habe ich ja schon mal gefilmt, als sie sich gedreht haben. Ja, von hier aus müsste man auch die Falkenhöhe sehen. Da hinten. Ja, die Anlage, die man jetzt sieht, das müsste die sein, die sie als letztes aufgebaut haben. Also die vierte. Das heißt, sind jetzt auch alle am Netz. Krass. Es ging noch mal schneller als hier. Das war ja echt Wahnsinn, wie schnell sie die aufgebaut haben. Und wie schnell die am Netz waren. Gut, der Windpark hier hatte auch echt sehr mit dem Wetter zu kämpfen. Also der Winter war echt unberechenbar hier. Und die kleine Panne mit dem Rotorblattfahrer, dem Selbstfahrer. Naja, aber ja, schön, dass jetzt alle am Netz sind und endlich Strom produzieren. So, jetzt sehe ich hier nochmal bei Anlage 2. Ach, richtig geil sieht's aus. Und es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn das Wetter passt. Richtig Hammer heute. Bisschen windig, aber trotzdem warm. Nice. Ja, das hier ist die Anlage, wo ich im Winter stand, wo alles vereist war. Ja, die anderen beiden Anlagen, 2 und 4, sind jetzt hier hinten. Sieht man hier durch den Wald durchgucken. Ja, ich nehme an, dass sie in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich noch hier die Fläche wieder ein bisschen einebnen. Da wird dann nochmal angepflanzt, weil die Fläche war ja eigentlich nur für den Kranausleger. Die wird ja für späteren Serviceeinsatz nicht mehr benötigt. Ja, ich werde das zur Anlage 1 nochmal vorlaufen und werde nochmal von der anderen Seite filmen, beziehungsweise Bilder machen, dass ich den Windpark aus allen Perspektiven heute mal gefilmt habe. So, hier hat man jetzt nochmal einen super Blick auf Anlage 1. Das ist auch echt ein richtig cooles Bild, wie sie hier so aus dem Wald rausguckt und die Bäume drumherum überragt. Schon geil aus. Hier habe ich auch im Winter mal ein tolles Bild gemacht, so schneebedeckt war. Ja, zwischen Anlage 1 und anderen Anlagen ist eine ganz schön große Distanz. Das sind ein paar Kilometer. Anlage 2 ist jetzt ganz hier hinten. Da hinten sieht man sie. Das ist echt ein gutes Stück. Ich habe mal gehört, dass hier ursprünglich 6 Anlagen geplant waren. Auf 2 Stück hat man dann verzichtet. Aus welchen Gründen auch immer. Bedenken von Bürgern. Und ich denke mal, dass die dann zwischen Anlage 1 hier und der zweiten Anlage gestanden hätten. Also eine oder zwei. Weil wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, ist da ganz schön viel Platz. Hätte man locker noch 2 Anlagen hinstellen können. Naja, immerhin haben sie es geschafft, 4 zu realisieren. Das ist schon mal cool. Aber es ist natürlich schade, wenn man immer von mehr Anlagen ausgeht und dann am Ende halt nur ein paar übrig bleiben. Aber ja, 4 Anlagen, 4 so riesen Anlagen, das ist schon mal ein großer Schritt Richtung Energiewende. So, hier habe ich nochmal eine komplett neue Perspektive entdeckt. Hier stand ich auch noch nie. Ich stehe jetzt hier in der Nähe von Anlage 2. Hier hat man eine richtig coole Sicht auf Anlage 3 und 4. Das ist echt ein cooles Bild. Jetzt aus dem Wald rausgucken. Ja, Anlage 4 ist die ganz oben, links. Und Anlage 3 rechts. Richtig cooles Bild. Schön synchron. Ja, ich stehe hier bei Anlage 2. Stehe ich auch zum ersten Mal. Im Winter stand ich schon mal hier hinten, als hier alles zugeschneit war und habe
bisschen beobachtet. Ja, hier, wo der Ausleger lag, da ist schon wieder Gras drüber gewachsen. Beziehungsweise alles voll mit Fingerhut. Sieht ganz cool aus. Ja, aber die Fläche hier, die wird auf jeden Fall nochmal aufgeforstet. Und in 10 Jahren sieht man hier nichts mehr. Ja, hier Anlage 2. Hätte ich ja nicht gedacht, dass sie den Winter überlebt. Das war die Anlage, die so ewig ohne Rotorblätter da stand. Nur mit Maschinenhaus-Generatornarbe. Aber dann haben sie es doch noch geschafft. Es war eine schwere Geburt. Ja, es zieht leider schon wieder ein bisschen zu. Hab's auch schon in der Ferne ein bisschen donnern gehört. Ich werde mich jetzt mal auf den Rückweg machen, bevor ich noch ins Gewitter komme. Ja, ich hoffe, es hat wieder gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Im Anschluss folgt wie immer ein Drohnenvideo. Es sind echt wieder tolle Aufnahmen geworden. Jo, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Macht's gut und bis bald.